die Autonome Republik Tschetschenien. Und Ramzan Kadyrov, seit 2007 der tschetschenische Präsident. Meine treuen Anhänger schreiben mir oft, wenn wir eine Halle hätten, würden wir auch Sport treiben. Aber ich versichere euch, ich bin wie ihr auf dem Dorf aufgewachsen und wir hatten fast nichts. Wir haben alte Reifen, Steine und Vorschlaghämmer zu Übungsgeräten umfunktioniert und mit ihnen trainiert. Erfindet keine Ausreden, treibt Sport. Sport ist Gesundheit. Allahu Akbar, das ist ein Ratschlag, kein Vorwurf, glaub mir. Ramzan Kadyrov, wie er leibt und lebt. Der tschetschenische Adler, der Titan des Kaukasus und, warum nicht, zukünftiger Anführer aller Gläubigen. Der unbestrittene Alleinherrscher der kleinen, autonomen tschetschenischen Republik mit 1,3 Millionen Einwohnern. Sein Macho-Gehabe als kaukasischer Muskelprotz und unerbittlicher Kosakenkämpfer mag uns im Westen, den Kadyrov übrigens zutiefst verabscheut, zum Lachen bringen. Salam alaikum, liebe Freunde. Wir müssen unseren Feinden zu verstehen geben, dass unser russisches Vaterland eine Weltmacht ist und Wladimir Putin der größte und stärkste Präsident der Welt. Mit Russland sollte man sich besser anfreunden, denn unsere Feinde hatten noch nie eine Chance. Doch dann bleibt uns das Lachen im Halse stecken, denn Kadyrov meint es ernst. Ethnische Säuberungen gegen Homosexuelle. Massenproteste gegen die französische Satirezeitschrift Charlie Hebdo. Kadyrov ist für Polygamie, Zwangsverheiratung von Minderjährigen, Folter und Ermordung von Oppositionellen. Er lässt uns schaudern. Aber egal, was wir von ihm halten, Kadyrov lässt das kalt. Der Westen ist in seinen Augen dem Untergang geweiht, erdrückt vom islamistischen Terror. Und er meint, wir werden ihn bald anflehen, die westliche Welt zu retten. Ja, wir haben einen gemeinsamen Feind, die Terrororganisation Islamischer Staat. Die wahhabistischen Terroristen sind überall, außer in Tschetschenien, wo Kadyrov sie seit 12 Jahren gründlich ausmerzt. In diesem Propagandavideo zeigt Kadyrov, wie er die dschihadistische Schlange bezwingt, allein mit der Kraft des Gebets. Den Sieg hat er ihnen zu verdanken, den Kadyrovzi. Kadyrovs persönliche Sicherheitstruppe und in seinen Augen die beste Armee der Welt. Der Präsident ist Oberbefehlshaber der 80.000 bis an die Zähne bewaffneten und austrainierten Männer. Kämpfer des dritten Jahrtausends, allzeit bereit. Überall dort, wo es der Kreml befiehlt. Der oberste Befehlshaber hat ihnen die Anweisung erteilt, heute in den Einsatz zu gehen. Und keiner von ihnen hat gewusst, dass sie in Wahrheit gar nicht losgeschickt werden. Sie können sehen, dass alle bereit sind und gepackt haben. Rucksäcke, Seesäcke, Schlafsäcke. Sie sind gekommen, um einen Befehl auszuführen. Sein oberstes Ziel, die Unterdrückung islamistischer Vorstöße. Im Kaukasus und ganz Zentralasien. Kadyrovs Truppen sollen aber auch Russland vor Separationsbewegungen bewahren und alle russischsprachigen Länder, die Hilfe brauchen, unterstützen. Die ganze Welt soll wissen, wir sind Wladimir Putins Infanterie. Amerika und Europa haben Russland den Wirtschaftskrieg erklärt. Sie versuchen in unserem Land Chaos, Panik und Massenunruhen zu verbreiten. Aber das Volk Russlands hat sich mit seinem Oberhaupt Wladimir Putin vereint. Der Feind Russlands, wo auch immer er steckt, wir werden ihn finden. Es lebe unser Vaterland Russland. Es lebe der Staatsoberhaupt Russlands, Wladimir Putin. Sie betrachten die USA als Feind Ihres Landes? Amerika ist nicht so stark, dass man es als Feind Russlands betrachten kann. Unser Staat ist stark. Wir sind eine Atommacht.
Wenn jemand unseren Staat angreift, gehen unsere Atomwaffen sofort in die Luft. Wir würden die ganze Welt auf den Kopf stellen. Alle würden Krebs bekommen. Die Kadyrowzi sind überall. Sie wurden auch den pro-russischen Separatisten der Donbass-Region in der Ostukraine zu Hilfe geschickt. Wenn ein Kaukasus-Emirat dem Kalifat des IS Treue schwört, sind Kadyrows Truppen zu dessen Niederschlagung vor Ort. Und welche Soldaten schickte wohl Russland nach Syrien, um Aleppo vom IS zu befreien? Ironie der Geschichte. Der ehemals tschetschenische blutrünstige Bandit sorgt jetzt für den Schutz des russischen Volkes. Und das, obwohl den russischen Kindern seit Jahrhunderten von klein auf vermittelt wird, der Tschetschene ist ein Monster mit einem Messer zwischen den Zähnen. Er kommt, um dich zu töten. Im Namen der neuen, aber unerschütterlichen russisch-tschetschenischen Freundschaft setzt Kadyrow alles daran, die Geschichte des tschetschenischen Volkes neu zu schreiben. Alte Konflikte werden dabei ausgeklammert. Das heißt, die ganze Geschichte eines Volkes, das sich nie unterdrücken ließ. Der Rüst. 1817 annektiert die Armee des Zaren, die gerade Napoleon besiegt hat, den Kaukasus, um ihn zu christianisieren. Aber der Zar hat Pech. Er rechnet mit einer Handvoll Wilden und unterschätzt die Widerstandskraft der Tschetschenen. Der Kampf dauert 47 Jahre. Das Verb gehorchen gibt es übrigens in der tschetschenischen Sprache nicht. Weniger als 100 Jahre später wollen die Tschetschenen ihre Freiheit zurückerobern und kooperieren dafür sogar mit der Wehrmacht. Durch den Vormarsch der Nazi-Truppen entziehen sich die Tschetschenen der Einberufung in die Sowjetarmee und gehen wieder in den Untergrund. Die Nazis werden hier zu ihrer Überraschung als Befreier gefeiert. In seinen Ostlegionen kann Hitler auf 2 Bataillone mit tschetschenischen Soldaten zählen. Zwei Jahre später, im Februar 1944, müssen die Tschetschenen dafür teuer bezahlen. Im Rahmen der Operation Chechevista, einer groß angelegten Deportation. 23. Februar, rund um 5 Uhr, beginnt die Deportation der Bewohner der Tschetschenen-Inguschetien. Innerhalb von 4 Tagen lässt Stalin 500.000 Tschetschenen nach Kasachstan deportieren. Darunter auch die Familie von Ramzan Kadyrows Vater. Diejenigen, die die Sowjets nicht mehr in die Züge nach Zentralasien verfrachten konnten, sprengen sie in die Luft oder verbrennen sie bei lebendigem Leib. Wie beim Massaker im Dorf Chaibach. Diese Kapitel der Geschichte hat Kadyrow einfach ausradiert. Alles soll vergessen werden. Das Denkmal für die Opfer der von Stalin angeordneten Deportation lässt Kadyrow entfernen, obwohl sein eigener Vater unter den Leidtragenden war. Ramzans Aufstieg beginnt am 9. Mai 2004. Sein Vater, Ahmad Kadyrow, ist Mufti und Präsident von Tschetschenien. Am 9. Mai 2004 wird er bei einem Bombenanschlag von Dschihadisten getötet. Er ist kategorisch gegen jegliche Form des Wahhabismus, den manche auch heute noch in unser Land einführen wollen. Putin lässt Ramzan nach Moskau kommen. Er will wissen, was in diesem bärtigen Jüngling im Trainingsanzug steckt. Ahmad Hadji Kadyrow war ein wahrhafter Held. Er hat durch all seine Taten auf überzeugende Art und Weise bewiesen, dass zwischen den Banditen, den Terroristen und dem tschetschenischen Volk unterschieden werden muss. Mit diesen Worten zieht Putin einen Schlussstrich unter die Vergangenheit.
und der zwei Kriege, von denen Tschetschenien sich kaum erholt. Im ersten Tschetschenienkrieg waren die Kadyrows, wie alle Tschetschenen, überzeugte Separatisten, die den russischen Eindringling bekämpften. Im Zweiten Krieg kämpften sie dann an der Seite Russlands gegen die Rebellen, die sich dem radikalen Islam verschrieben hatten. Nach dem Sieg Russlands wird Ramsans Vater Ahmad Kadyrow Präsident von Tschetschenien. Er hat verstanden, dass die Tschetschenen ohne Russlands Unterstützung keine Zukunft haben. Was bleibt dem Sohn, unerfahren, verängstigt und jetzt auf sich allein gestellt, anderes übrig, als in die Fußstapfen des Vaters zu treten? Putin wird sein Adoptivvater und ernennt ihn mit nicht einmal 30 Jahren zum tschetschenischen Premierminister. Ein Premierminister hat leider keine Zeit zum Schlafen. Er muss die ganze Zeit arbeiten. Selbst in den Ferien muss ich arbeiten. Putin ist mit seinem Zögling zufrieden und lässt ihn ein Jahr später zum Präsidenten des Landes wählen. Ich habe die Entscheidung getroffen, Sie als Kandidat für das Amt des Präsidenten der Tschetschenischen Republik vorzuschlagen. Putin wird Ramsan Kadyrows Betreuer, Mentor, Guru. Kadyrows 3 Millionen Follower auf Instagram sind Zeugen. Die beiden halten zusammen wie Pech und Schwefel. Der junge Kadyrow strahlt eine schier animalische Kraft aus. Putin nutzt diese Kraft, um aus ihm den neuen Titan des Kaukasus zu machen. Putin macht Kadyrow zu seinem Partner. Er überlässt ihm die Führung Tschetscheniens unter der Bedingung, dass dieser die tschetschenischen Terroristen ein für alle Mal aus dem Weg räumt. Keine Anschläge mehr in Grosny, Beslan, in der U-Bahn oder im Theater von Moskau. Dann hat Kadyrow freie Hand. Es gibt keine Autoritäten in diesem Land. Ich bin der Chef, ich sitze hinterm Steuer. Sonst niemand. Ramsan und kein anderer. Ramsan und derjenige? Nein. Nur Ramsan. Ich bin der Anführer. Ramsan Kadyrow ist unübersehbar, selbstbewusst und von sich überzeugt. Tatsächlich kann er Erfolge vorweisen. Als er an die Macht kommt, ist das Land ausgeblutet und liegt in Trümmern. Die beiden Kriege haben 250.000 Todesopfer gefordert. Die Hauptstadt Grosny ist vollkommen zerstört. Der Name Grosny bedeutet übersetzt furchterregend, schrecklich. In den kommenden Jahren zeigt Kadyrow sich als unermüdlicher Bauhelfer. Vor laufenden Kameras packt er tatkräftig mit an. Mit der Hilfe Allahs und Putins baut er sein Land wieder auf. Wir sind mit dir, Ramsan. Ich sehe, wie Grosny jeden Tag schöner wird. Wir sind mit dir, Ramsan. Ohne dich gäbe es Tschetschenien nicht. Das russische Fernsehen rühmt Kadyrow als Vorbild. Es würdigt seinen Einsatz für die Wiedergeburt Grosnys sogar auf Englisch. Now the Republic boasts skyscrapers and 5-star hotels and it's home to the largest mosque in Europe. Before, there was only fighting. Today, they build houses. Pray and dance. They're even trying their hand at fashion. Aber das, verspricht Kadyrow, ist längst noch nicht alles. Stolz zeigt er, wie die Stadt in 5 Jahren aussehen wird. Das Land bekommt neue Hochhäuser, Brücken, Autobahnen, Hotels, Fabriken und Stadien. Doch vor allem lässt Ramsan Kadyrow Moscheen errichten. Darunter die größte Moschee Europas, auch das Herz Tschetscheniens genannt.
Die Ahmad-Kadirov-Moschee in Grosny bietet Platz für 10.000 Gläubige. Die Mitglieder der Familie Kadirov sind, wie der Großteil der Tschetschenen, Anhänger des Sufismus, des Kadiriya-Ordens von Scheich Kunta Haji. Die Sufis dieser im Kaukasus verbreiteten islamischen Glaubensrichtung praktizieren die meditative Übung des Dikr, um ihr Herz von allen weltlichen Anfeindungen zu reinigen. Sie loben Gott bis hin zum Trancezustand. Den Islam verstehen sie als 100% gewaltfrei. Es sei denn, sie werden in die Enge getrieben. Doch über den Sufismus musste Kadirov noch einiges lernen. Was ist das für eine Zeremonie? Seit dem Tod meines Vaters beten wir jeden Donnerstagabend und vollziehen den Dikr. Was ist der Dikr? Kadirov zieht es vor, den erfahrenen Mufti zu fragen. Jeden Donnerstagabend empfangen wir die Geister der Toten. Ich bin Muslim, das ist wichtig für mich. Durch die Tschetschenienkriege hat das Volk den Boden unter den Füßen verloren. Nach dem Schulterschluss mit Russland befürchten viele jetzt auch noch auf ihren Glauben verzichten zu müssen. Doch Kadirov beruhigt. Der Kaukasus ist von jeher muslimisch und wird es immer bleiben. Daran arbeitet er mit voller Kraft. Er will die tschetschenische Gesellschaft re-islamisieren. Mit Worten und Taten, wenn es sein muss. Mir wurde gesagt, dass es bei Ramzan Kadirov bestimmte Regeln gibt. Dabei geht es um das Aussehen. Diese Regeln sind in Tschetschenien wichtig und wir haben sie beachtet, weil wir bei Ihnen zu Gast sind. Sie respektieren unsere Regeln? Natürlich. Die Kleidungsregeln? Ja. Nein, das haben Sie nicht. Stimmt etwas nicht? Sie sind zu aufreizend angezogen. Ich versuche deshalb, Sie nicht anzuschauen. Ich habe mich sehr bemüht. Wenn eine Frau halbnackt auf der Arbeit erscheint, können sich die Männer nicht konzentrieren. Das stimmt. Ich schaue sie an und habe das Bild dann Tag und Nacht im Kopf. Wie kann ich es schaffen? Für mich ist das... Einen Moment. Danke. Kadirov nimmt den Islam ernst. Mohammed-Karikaturen sind für ihn inakzeptabel. Während der Westen um die Toten des Anschlags auf das französische Satiremagazin Charlie Hebdo trauert, organisiert Kadirov in Grosny die weltweit größte Demonstration gegen die Zeitung. 800.000 Menschen gehen auf die Straße. Alle, die unseren Propheten lieben, wurden heute verletzt. Jeder Muslim, jeder von uns trägt diesen Schmerz in seinem Herzen. Wir verurteilen diejenigen, die unter dem Motto «Je suis Charlie» auf die Straße gegangen sind. Genau wie diejenigen, die sie unterstützen. Aber wenn wir jetzt dazu aufrufen, sie umzubringen, ist das nicht mit unserem Glauben zu vereinbaren. Die Traditionen werden hochgehalten in Tschetschenien. Ob sie dem Westen gefallen oder nicht. Denn dort leben ja sowieso nur Gottlose. Naschut Gutschigov, 47 Jahre alt, Polizeichef und ein enger Freund von Ramzan Kadirov, heiratet ein hübsches 17-jähriges Mädchen, obwohl er bereits verheiratet ist. Die westliche Presse titelt: Wurde die Familie der Braut bedroht? Gutschigov ist bereits verheiratet. Polygamie ist in Russland doch verboten. Na und?
Sie sprechen von Polygamie, aber im Standesamt wurde kein einziger Mann mit mehr als einer Frau registriert. Kein einziger hat dieses Gesetz gebrochen. Wenn ein Mann in Russland 20 Liebhaberinnen oder vielleicht auch nur drei oder eine hat, dann ist das selbst für einen Familienmenschen normal. Wenn man dieser Beziehung aber eine rechtliche Grundlage geben möchte und sie gemäß den Gesetzen des Islam zu seiner zweiten Frau macht, dann ist das schon rechtswidrig. Und so sieht für Kadyrov eine glückliche Braut aus. Ihre Tränen sind normal. Sie ist schließlich zutiefst gerührt. So sieht Kadyrov die Rolle der Frau in der tschetschenischen Gesellschaft. Ein fragwürdiges Bild. Ein Mann darf in Tschetschenien 1, 2, 3, 4, ja sogar 5 Frauen heiraten. Eine Ehe zwischen 2 Männern aber ist undenkbar. Jüngsten Anschuldigungen zufolge wurden in Tschetschenien homosexuelle Männer entführt und gefoltert. Was sagen Sie dazu, Herr Präsident? Jetzt fragt er das. Warum? Wozu stellt er jetzt diese Frage? Das ist Unsinn. Bei uns gibt es solche Leute nicht. Bei uns gibt es keine Schwulen. Und wenn ja, dann schickt sie nach Kanada. Alles Lob gebührt Allah. Weit weg von uns. Damit sie nicht bei uns sind und unser Blut rein bleibt. Wenn es solche Leute gibt, nehmt sie bloß mit. Macht Sie das nicht betroffen, wenn Sie von jungen Männern lesen, die über Tage hinweg gefoltert wurden? Können Sie solche Geschichten mit Recht und Gesetz vereinbaren? Das sind Scheitane, Teufel. Sie sind bestechlich. Das sind keine Menschen. Sollen sie ruhig verdammt sein. Sie haben uns verleumdet. Irgendwann stellt sie der Allmächtige zur Rede. Ich wurde verhaftet, wie viele Freunde von mir auch. Sie haben uns verprügelt, geschnappt und gefilmt. Das haben sie dann ins Internet gestellt. Viele wurden erpresst. Manche haben sie gehen lassen. Und manche wurden umgebracht. Das war schon immer so. Aber auf staatlicher Ebene und in solch einem Ausmaß wie heute, das gab es davor nicht. Allah hat dich als Mann geschaffen, dann sei ein Mann. Wenn du als Frau geschaffen wurdest, dann sei eine Frau. Steht im Koran etwa, dass man eine Katze heiraten soll oder dass die Katze alles erbt? Das hat nichts mit Tradition zu tun, das ist psychisch nicht normal. Wir akzeptieren das nicht, wir verstehen das nicht. Unser Volk versteht das nicht. Die Hexenjagd auf Homosexuelle in Tschetschenien macht weltweit Schlagzeilen. Mit versteinerter Miene folgt Wladimir Putin dem Appell des neuen französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron. Präsident Putin hat mir versichert, dass er mehrere Initiativen im Hinblick auf Angriffe gegen Angehörige der LGBT-Gemeinschaft in Tschetschenien in die Wege geleitet habe, mit dem Ziel, Klarheit zu schaffen und die Aktivitäten der lokalen Behörden genau zu untersuchen. Ich werde die Entwicklungen in dieser Frage genau verfolgen, um die Werte zu verteidigen, zu denen wir stehen. Nach seiner Rückkehr lässt Putin Ramzan Kadyrov antreten, der ihm die Lage, ohne das Unwort zu benutzen, zusammenfasst. Diese provokativen Artikel über die Tschetschenische Republik, über unser Volk und die Ereignisse, die sich dort scheinbar abspielen sollen, Festnahmen zum Beispiel. Irgendwelche Herren und Gutmenschen schreiben, dass in unserer Republik, es ist unangenehm, allein darüber zu sprechen, Leute festgenommen oder umgebracht werden. Putin scheint das kaum zu interessieren. Die Probleme sexueller Minderheiten haben für die Orthodoxen keine Bedeutung. Das Verbot der homosexuellen Propaganda beinhaltet keine Sanktionen gegen Homosexualität oder gegen Sie wissen, wovon ich spreche. Die traditionellen Werte stehen für Putin und Kadyrov über allem. Die Familie ist heilig.
Metni Musajewna, meine älteste Tochter Aishat, die zweite Khadijat, die dritte Khudmat, die vierte Tabarik, die fünfte Ashura und das ist die jüngste. Besonders stolz aber ist Kadyrov auf seine drei kleinen Männer. Seine Söhne können alles, was ein echter Mann können muss. Sie lernen den Koran auswendig, sind aber auch in der Lage, einen Feind im Handumdrehen zu Fall zu bringen. Echte Tschetschenen eben. Ahmad, Selim Khan und Adam sind die unfreiwilligen Stars von Kadyrovs Propagandamaschine, die sie voller Eifer mittragen. Sprechen wir darüber, wie Sie Ihre Kinder erziehen. Ich habe dank meiner Mutter keine Probleme bei der Kindererziehung. Meine Ehefrau Metni Musajewna, ich hatte viel Glück, was die Familie betrifft. Meine Ehefrau hat sich an meiner Mutter ein Beispiel genommen. Die Mädchen Khudmat und Tabarik danken es den Eltern mit sanften Lobliedern. Der Mittelpunkt jeder echten tschetschenischen Familie ist die Mutter. Sie hält alles zusammen. Seine eigene Mutter Aimani, 64 Jahre alt, präsentiert Kadyrov auf Instagram immer wieder als wahre Heilige. Die Frauen stellt Kadyrov als Heldinnen der Geschichte dar. Sie mussten schon so viele Tragödien ertragen. Deswegen lässt er sie feiern. Jedes Jahr am dritten Sonntag im September, am Tag der tschetschenischen Frau, den er persönlich ins Leben gerufen hat. Für seine Mutter, mit der er zusammen die Hadsch nach Mekka gemacht hat, hält Kadyrov eine besondere Überraschung bereit. Sie hat die Ehre, in der Kaaba, dem zentralen Heiligtum des Islam, zu beten. Ein großes Ereignis, das der Sohn in den sozialen Netzwerken verbreitet. Ramzan Kadyrovs Traum nimmt langsam Form an. Eines Tages endgültig die Waffen niederlegen, um vielleicht eines Tages, warum nicht, Kalif der gesamten Russischen Föderation zu werden. Dort leben 20 Millionen Menschen muslimischen Glaubens. Über eine Transfusion lässt Kadyrov sich sogar Blut seines saudischen Freundes, des Predigers Habib Ali al-Jifri, übertragen, der als direkter Nachfahre des Propheten gilt. Um seine Position zu festigen, organisiert Kadyrov den Grozny-Ulama-Kongress mit 200 islamischen Würdenträgern aus Ägypten, Syrien, Jordanien, dem Sudan und Europa. Es geht um die Frage nach den wahren Sunniten. Es ist doch seltsam, dass wir heute, 1400 Jahre nach dem Propheten Mohammed, Allah segne ihn, immer noch nach einer Definition der Sunniten suchen. Das sind diejenigen, die dem Weg des besten Menschen folgen. Er ist der Gesandte unseres Allmächtigen. Nach drei Tagen angeregter Debatten sind sich alle einig. Die Wahhabiten sollen in Zukunft vom Sufismus ausgeschlossen werden. Kadyrov führt seinen Kampf gegen den radikalen Islamismus also nicht nur mit Waffen, sondern auch mit Worten. Er ist überzeugt davon, ohne die Unterstützung Amerikas hätte der radikale Wahhabismus nie so viele Anhänger gewinnen können. Der Westen habe die abtrünnige Bewegung benutzt, um die Weltordnung in seinem Sinn zu destabilisieren. Das sind keine Muslime und auch keine Christen. Sie gehören in kein Land, haben keine Heimat. Das ist ein Haufen Scheitane, die, wenn man das so sagen kann, von einem Riesenstaat und starken Geheimdiensten gelenkt werden. Wer braucht sie denn? Der Westen. Immer der Westen. Und warum nicht? Sie glauben doch nicht, dass der Westen Interesse an einem instabilen Russland hat. Jeder braucht ein stabiles Russland, denn es ist ein sehr großes Land. Ich sage Ihnen, wer ein stabiles Russland braucht. Das sind die muslimischen Länder. Amerika, das kann ich Ihnen versichern, hat kein Interesse an Russland. Hillary Clinton sagt eigentlich nichts anderes. Die Leute, die wir heute bekämpfen, haben wir vor 20 Jahren finanziert. Damals waren wir in den Kampf mit der Sowjetunion verstrickt, die in Afghanistan einmarschiert war. Und wir wollten nicht, dass sie die Kontrolle über Zentralasien erlangen. Also haben wir eingegriffen.
Präsident Reagan zusammen mit dem Kongress, der von den Demokraten angeführt wurde. Die sagten, das klingt nach einer ziemlich guten Idee. Lasst uns mit dem ISI und dem pakistanischen Militär verhandeln und diese Mujahedin rekrutieren. Wir lassen sie aus Saudi-Arabien und anderen Ländern kommen und importieren den Islam der Wahhabiten, um die Sowjetunion zu besiegen. Und das Ergebnis? Die Russen haben sich zurückgezogen, verloren Milliarden Dollar. Und das Ganze führte zum Zusammenbruch der Sowjetunion. Laut Kadyrov hat Hillary Clinton jedoch etwas vergessen. In seiner Version hat Washington nach dem Krieg in Afghanistan den Dschihadisten geholfen, sich im Kaukasus und Zentralasien auszubreiten. Unter dem Rebellenführer Doku Umarov, der das Kaukasus-Emirat ausgerufen hat. In all den Jahren haben die westlichen und europäischen Geheimdienste alles Mögliche und sogar Unmögliche getan, um den souveränen russischen Staat zu zerstören. Als Austragungsort für diese Auseinandersetzungen haben sie die Tschetschenische Republik gewählt. In den letzten 10 Jahren wurden hier bittere Kämpfe ausgetragen. Das waren nicht nur irgendwelche Banditen, sondern die Truppen wurden von den westlichen, den europäischen Geheimdiensten bestens vorbereitet. Kadyrov spielt auf die amerikanischen Neokonservativen an, die seiner Meinung nach in den 90er Jahren nur ein Ziel hatten, vom Zerfall der Sowjetunion zu profitieren, um sich deren Energieressourcen unter den Nagel zu reißen, mit Hilfe der Dschihadisten. Putin hat das verhindert. Doch es ist den Amerikanern gelungen, den Kaukasus mit radikalem islamistischen Gedankengut zu durchsetzen, sodass Tschetschenien bis heute Brutstätte für Terroristen ist, die dann nach Syrien und in den Irak exportiert werden. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Maschallah! Allahu Akbar! Im Grunde genommen hat der Tschetschenienkrieg nie wirklich aufgehört. Er wurde nur in andere Länder verlagert. Tschetschenische Islamisten finden sich heute auch in den Reihen der ukrainischen antirussischen Kräfte. Die Terroristen in Tschetschenien haben heute versucht, die Niederlagen des letzten Monats auszumerzen. Sie sind in Sentoroy, dem Heimatdorf des tschetschenischen Präsidenten, eingefallen. Der Angriff wurde schnell abgewehrt. Die Operation wurde von Ramzan Kadyrov geleitet. Dabei wurden 12 Kämpfer umzingelt und getötet. 12 Scheitane wurden noch vor Ort vernichtet. Auch unsere Männer wurden getötet. Es gibt viele Verletzte, darunter auch Frauen. Die Attentate in Tschetschenien beschränken sich nicht auf Kadyrovs Hochburgen. Ich versichere dir, du wirst nicht mehr bedroht. Alles, was geschieht, ist rechtens. Ich gebe dir mein Wort. Hier setzt sich Kadyrov gekonnt als Vermittler in Szene. Ein potenzieller Selbstmordattentäter droht, sich in die Luft zu sprengen. Der Oberbefehlshaber findet natürlich die richtigen Worte. Was ist besser, die Strafe absitzen oder sterben? Ich will nicht ins Gefängnis, ich will mit dir kämpfen. Wir zeigen dir Koranverse und Überlieferungen des Propheten, um dir zu beweisen, dass du falsch liegst und wir richtig. Komm raus, sonst wirst du getötet. Und dann heißt es, ein weiterer Scheitan wurde vernichtet. Aber das wollen wir nicht. Komm raus. Gut, einverstanden. Nicht immer geht es so gut aus. Kadyrov kann eben nicht alle Islamisten zur Vernunft bringen. Kadyrov genießt es offensichtlich, wenn es hoch hergeht. Er ist ein echter Kämpfer. Aber ein bisschen Show muss sein. Die Operation ist sehr erfolgreich. Von unseren Männern wurde bisher niemand getötet. Wir haben bereits 5 Scheitane vernichtet. Es heißt, sie haben Tschetschenien auf brutale Weise zum Frieden gezwungen. Was heißt brutal? Das verstehe ich nicht. Wenn wir heute oder morgen vor das Volk treten und nur ein einziger Mensch, ein Kind, nicht froh ist, uns zu sehen, beziehe ich sofort Stellung.
Ich gehe gegen all diejenigen brutal vor, die das Gesetz brechen. Nachdem die Terroristen eliminiert und ihre Identität festgestellt wurde, nimmt sich Kadyrov ihre Familien vor. Als erstes lässt er ihre Häuser anzünden. Der tschetschenische Präsident Ramzan Kadyrov war voller Zorn. Nicht nur die Kämpfer, sondern auch ihre Familien müssten dafür bezahlen. Familien, die der Regierung nicht verraten, wo sich die Kämpfer aufhalten, müssten Tschetschenien verlassen. Ihre Häuser werden zerstört. Ermittler wie er, von humanitären Hilfsorganisationen geschickt, bringen Kadyrov auf die Palme. Es bestehen keine Zweifel. Ein hochrangiger Beamter bricht ein russisches Gesetz und... Kadyrov graut es vor den Menschenrechtsfanatikern, wie er sie nennt, die sich seiner Meinung nach an der Demokratie berauschen, um amerikanischen Interessen zu dienen. Er dagegen ist stolz auf seine Rolle als Handlanger von Wladimir Putin. Zwei Frauen haben Kadyrov laut und öffentlich kritisiert. Die Journalistin Anna Politkovskaya und Natalia Estemirova, die für die NGO Memorial tätig war. Beide wurden ermordet. Anna Politkovskaya 2006 vor ihrer Wohnung, Natalia Estemirova 2009, nachdem sie vor ihrem Wohnhaus entführt worden war. Es wird alles getan, damit die Menschen in Angst leben, damit sie es nicht wagen, auszubrechen. Damit die Menschen Angst vor der Freiheit haben und nicht nach Freiheit verlangen. Er ist ein Angsthase, umringt von Leibwachen, die bis an die Zähne bewaffnet sind. Zum Geburtstag von Ramzan Kadyrov wünsche ich ihm nur eines, dass er für seine Verbrechen so schnell wie möglich vor Gericht kommt. Ich persönlich werde bald als Zeugin gegen ihn aussagen. Die Menschenrechtler beschuldigen mich, Politkovskaya und Estemirova getötet zu haben. Aber das ist absoluter Unsinn. Ich habe sie nicht getötet. Früher war ich ein Krieger, aber heute regiere ich nur noch. Kadyrov ist psychisch krank und er muss dringend behandelt werden. Man sollte ihn einliefern lassen und ihm Morphium und Promedol geben, wie man es bei Schizophrenen tut. Seine Rolle als Putins Handlanger führt Kadyrov gewissenhaft und eifrig aus. Übereifrig sogar. Das wird selbst Putin zu viel. Die Todesschüsse auf den Oppositionellen Boris Nemtsov direkt vor dem Kreml, vor laufenden Sicherheitskameras, gehen zu weit. Kadyrov hat anscheinend die Grenzen überschritten und ist dem Geheimdienst FSB in die Quere gekommen. Was sollen diese Anschuldigungen? Es hat nie einen Prozess gegen mich gegeben. Die Demokraten zum Schweigen bringen, das ist sein Job. Ein gut bezahlter Job. Sicherheit im Land hat schließlich ihren Preis. Und Putin erweist sich gegenüber seinem ergebenen Diener als großzügig. Ihr Land ist nicht wiederzuerkennen. Woher kommt das Geld? Allah weiß. Wir wissen es selbst nicht. Allah gibt, wir bauen. Allah scheint Putin beauftragt zu haben. Denn Moskau zahlt umgerechnet 330 Millionen Euro pro Jahr. 85% des Staatsbudgets der Tschetschenischen Republik. Diese ist damit die höchst dotierte russische Teilrepublik. Von diesem Geldsegen soll Kadyrov monatlich 5 bis 6 Millionen Euro für sich abzweigen. Sein festungsähnliches Anwesen in Zentoroy beherbergt eine beachtliche Kunstsammlung zu seinen Ehren, einen Privatzoo mit vielen bedrohten Tierarten, eine beeindruckende Rennwagensammlung, aber auch ein geheimes Gefängnis, in dem Kadyrov sich persönlich um die Häftlinge kümmert. Man hört so etwas nicht gerne über die Tschetschenische Republik. Wie hoch ist die Arbeitslosigkeit? 23%? Als ich im Jahre 2007 die Regierung übernahm, waren es noch 76%.
Sie sagen, die Arbeitslosigkeit sei seit 2007 gesunken. In den kommenden Jahren soll sie um wie viel Prozent zurückgehen? Wir haben erklärt, dass es in 5 Jahren nur noch 5% Arbeitslosigkeit geben wird. Als ich beim Präsidenten war, habe ich etwas verwechselt und gesagt, dass die Arbeitslosigkeit ganz verschwinden wird. Dafür müssen wir dann wohl auch sorgen. Neben dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit vergisst Kadyrov aber auch nicht die, die sich durch ihre Leistungen besonders hervortun. Soll ich zählen? $1,000. Das ist viel Geld. Danke. Studenten, Sportler, der Ablauf ist immer der gleiche. Beim feierlichen Bankett werden die Umschläge verteilt. Wie viel haben Sie bekommen? Ungefähr 400 Euro. Ein Geschenk der Kadyrov-Stiftung. Eine ehrenvolle Institution, geleitet von Kadyrovs Mutter. Uneigennützig und karitativ. Eine Art schwarze Kasse, aus der Kadyrov sich ungeniert bedient. Woher kommt Ihr Reichtum? Ich denke, es ist nicht so wichtig, dass Sie alle meine Geschäftsaktivitäten kennen. Sie finden nicht in Tschetschenien statt, sondern in Russland und anderswo. Wie viel Geld bringen Sie in die Stiftung ein? 50% meiner Einnahmen, mein Gehalt eingeschlossen, gehen an die Stiftung. Alle meine Freunde geben etwas. Alle. Ebenso wie meine Kameraden. Und alle Tschetschenen, die Arbeit haben. Pro Monat werden jedem erwerbstätigen Tschetschenen automatisch 10-50% seines Lohns abgezogen. Umgerechnet 58 Millionen Euro verschwinden so jeden Monat, ohne Protest des Fiskus oder des Rechnungshofs, die davon, so heißt es, nichts wissen. Man kann nicht wirklich sagen, dass den Menschen das System auferzwungen wurde. Wenn wir diejenigen, die 10% ihres Gehalts abgeben, fragen, ob sie das unter Zwang tun, würden sie es abstreiten. Und nicht zu vergessen die sogenannten Protokollgeschenke. Ein Fass ohne Boden. Internationale Stars kommen nach Tschetschenien, um Kadyrov zum Geburtstag zu gratulieren. Dafür bekommen sie natürlich eine kleine Entschädigung. Das gebietet der Anstand. I love you, Mr. Kadyrov. Я люблю мистера Кадырова. I love you all in my heart. It is so wonderful to be here tonight. Thank you so much for inviting me to your beautiful city. And happy birthday, Mr. President. С днем рождения, господин президент. Das Einzige, was Kadyrov aus der westlichen Welt für erhaltenswert hält, ist deren Star-System. Und der Fußball. Kadyrov kickte sogar persönlich gegen eine Auswahl ehemaliger brasilianischer Fußballgrößen. Doch die Kadyrov-Elf verlor, trotz Unterstützung von Maradona. Salam alaikum to all my Chechen brothers. Akmatsina. Kadyrov ist Teil einer ewigen Show, bei der er sich immer wieder gekonnt in Szene setzt. Wie lange noch wird sein kosakisch-muslimisches Glitzertheater Bestand haben? Nichts scheint Kadyrov aufhalten zu können. Das Schicksal hat mich hierher befohlen. Ich wollte nie Präsident sein und werde mich auch nie als solcher bezeichnen. Ich bin ein Diener des Volkes und möchte es noch ein wenig bleiben, bis unser System und die Wirtschaft in unserer Republik funktionieren. Dann werde ich mir einen anderen Beruf suchen. Ich möchte nicht am Steuer sitzen. Das ist gefährlich und man trägt viel Verantwortung. Wie lange ist noch ein wenig? Ein wenig. Ein wenig. Er ist 39 Jahre alt. Welcher Russe würde in diesem Alter auf eine alleinige Machtposition verzichten? Laut Gerüchten will sich Kadyrov aus der Politik zurückziehen. Diese Nachricht beherrscht schon die ganze Woche lang die Schlagzeilen. Eine Stellungnahme gibt es bisher aber nicht. Sind Sie nicht müde? Seien Sie ehrlich.
Ganz ehrlich, ich mache Sachen und sie gelingen mir einfach. So ist es zumindest bis heute immer gewesen. Ich denke, dass die Regierung nun jemand anderen finden muss. Ich verstehe also richtig, Sie wollen zurücktreten. Mit Vergnügen. Sein persönlicher Kameramann war augenscheinlich geschockt und fing an zu zittern. Pressedienstmitarbeiter, Sicherheitsbeamte, alle waren verwundert. Warum sagt er so etwas? Ich denke, die Zeit ist gekommen. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Und Kadyrov ist auf seinem Höhepunkt angekommen. Die unmittelbare, einhellige Reaktion des Volkes scheint klar zu sein. Doch als Putin Ramzan Kadyrov im März 2016 in den Kreml bestellt, wirkt dieser angeschlagen. Fast als hoffe er, sein Freund Wladimir würde ihm ankündigen, er habe einen Nachfolger für ihn gefunden. Ich denke, ich bin mit meinen Aufgaben doch einigermaßen gut zurechtgekommen. Der 5. April ist sozusagen mein Verfallsdatum in der Regierung. Es liegt in Ihrer Hand, wer weiterhin dieses Amt bekleiden wird. Am 5. April geht Ihre Amtszeit zu Ende. Das haben Sie gerade erwähnt. Angesichts dessen, was in den letzten Jahren für die Tschetschenen, die Bewohner der Republik und letzten Endes für ganz Russland getan wurde, habe ich einen Erlass unterzeichnet, in dem ich Sie als Oberhaupt der Tschetschenischen Republik vorschlage. Ich hoffe, dass die Wahl im September zu Ihren Gunsten ausfallen wird. Befehl ist Befehl. Putin entscheidet und Kadyrov stimmt für Kadyrov. Hat er eine andere Wahl? Sorgen, dass ich wieder aufgestellt werde? So etwas kenne ich nicht. Ich liebe mein Volk und mein Volk liebt mich. Kadyrov, der Heimatverbundene. Kadyrov, der seiner Mutter die Hand zum traditionellen Volkstanz reicht. Der friedliebende Sufi, der das Land mit eiserner Hand zu führen versteht. Putin braucht ihn noch, denn er gibt ihm Sicherheit. Will Putin Folklore? Heimatgefühl? Das kann er haben. Im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern hat Ramzan Kadyrov, der seine dritte Amtszeit antritt, alles Westliche abgelegt. Er trägt das traditionelle Gewand und würde sich niemals von seinem Bart trennen. Ramzan Ахматович Кадыров вступил в должность главы Чеченской Республики. Vor genau 13 Jahren, am 5. Oktober 2003, wurde mein lieber Vater im Zuge der Volksabstimmung Ahmad Kadyrov wurde an diesem Tag Präsident der Tschetschenischen Republik. Geleitet vom allmächtigen Allah werde ich all meine Kraft, mein Wissen und meine Erfahrung in den Dienst des Volkes, der Gerechtigkeit und einer erfolgreichen Tschetschenischen Republik stellen. Möge Allah mit Ihnen zufrieden sein, dass Sie hierher gekommen sind und dass Sie Ramzan gewählt haben. Sie haben ihm Ihr Vertrauen geschenkt. Das freut mich. Möge Allah dafür sorgen, dass Ramzan Ihnen ergeben ist. Möge er ihn zum Wohl von Volk und Land regieren lassen. Macht, dass das Volk ihm treu ergeben ist und wir alle in Frieden und Freundschaft leben. Möge nie wieder Krieg in Tschetschenien herrschen. Nie wieder Grausamkeit und menschliches Leid. Möge Allah Ramzan die Kraft und Tapferkeit geben, diesen Weg zu gehen. Amen. Möge Allah Sie lange leben lassen, Aymani.
Inwiefern unterscheidet sich der alte Ramzan Kadyrov vom zukünftigen? Wir verändern uns nicht. Ich werde immer der sein, der ich bin. Ich stehe im Dienst des Glaubens und der Wahrheit. Kadyrov ist dazu verurteilt, Präsident zu bleiben. Gefangen in seinem kleinen Land. Er wird seine Rolle weiterspielen müssen. Als Krieger, Sufi, Verteidiger des Kaukasus und Bollwerk gegen die islamistische Gefahr. Ramzan Kadyrov hat keine Wahl. Er wird weiter die Parodie seiner selbst sein. Zur Freude von Wladimir. Der NATO sind russische Komiker mit ihren schlagfertigen Witzen und brillanten Parodien offensichtlich ein Dorn im Auge. Ich sage hiermit offiziell, das ist pure Provokation und das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich bringe die Dinge zu Ende. Das müssen Sie nicht. Ich denke ebenso, dass das verrückt ist und verspreche, dass ich selbst die Dinge zu Ende bringe. Meine Herren Komiker, beruhigen Sie sich. Ich bin selbst gekommen, weil ich die Dinge selbst zu Ende bringe.